wenn das Wasser eintrübt, Schaum kommt, Holz kommt etc., dass die Fische hochkommen, dass das alles ein bisschen verhalten war. Es waren Fische oben, aber ganz wenige, und das hängt natürlich damit zusammen, dass die hauptsächlich schon die anderen Wasseranstiege genutzt hatten. Und zum anderen ein sehr großes Problem war halt dabei, dass das Wasser schon auf 15, 16 Grad lag Ende März bzw. Anfang April, und jetzt mit diesem schnell rasant steigenden Wasser ist das Wasser wieder runter auf etwas über 10 Grad letzte Woche um die Zeit. Und ja, es sind nun mal wechselwarme Tiere wie immer, und das schlägt denen natürlich aufs Gemüt. Und das hat man gemerkt. Die Fänge waren extrem überschaubar in dieser steigenden Periode. Es wurde so gut wie gar nichts gefangen. Und das ist jetzt schon ein bisschen Standardprogramm. Ich höre jetzt so viele Aussagen von Leuten, erstmal unabhängig davon, wo sie sind, dass die Fänge extrem schlecht sind. Ganz, ganz wenig Fische werden gefangen. Und was wirklich auffällig ist, relativ wenig große Fische. Das war jetzt in den letzten Jahren nicht immer so. Dieser Frühjahrsrun ab der 12 Grad Marke, wo man dann gemerkt hat, dass alle Teams Fisch haben, der eine mal einen größeren, der andere nicht, aber man hat gemerkt, dass Leben im Fluss war, dass alle Teams ihre Bisse bekommen haben, egal ob Steinpackung, Naturufer, Sandbänke und so, das ist irgendwie gar nicht mehr. Und das hängt natürlich mit diesen wechselnden, schnellen Bedingungen zusammen, die uns alle vor Aufgaben stellt. Und natürlich in erster Linie liegt das dann nicht immer daran, dass wir wirklich so, ja, sag ich mal, schlecht angeln, sondern es liegt dann hauptsächlich daran, dass die Fische einen Großteil der Zeit nicht fressen und sich nur in Gebiete zurückziehen, wo sie halt ihre Ruhe haben. Wie sieht es jetzt aktuell aus? Die letzte Woche Vollguiding-Tour war wie so oft ein harter Kampf, aber dennoch war es mit Erfolg gekrönt. Wir haben leider zwei richtig gute Fische verloren. Gerade jetzt letzte Nacht, der hängt mir schon ein bisschen nach für den Patrick, weil vom bisher definitiv ein sehr großer Fisch. Und interessant eigentlich an der Geschichte ist, ich habe den Platz beangelt, eine Nacht zuvor etwas anders, und stehe früh auf, hatte einen Fisch auf der Habenseite, und beim Kaffeetrinken rollt auf einmal ziemlich dicht am Boot ein sehr großer Fisch. Also definitiv Ü230, um die 90 Kilo plus minus. Und ich habe es dann so gemacht und habe eine Nacht später einen Patrick mit aufs Boot genommen und habe den Platz genau anders beangelt. Dort, wo mein Boot stand, habe ich dann die Köder hingezogen, habe das Ganze probiert, und ja, was soll ich sagen, wir haben den Biss gekriegt, aber der Fisch ist ausgeschlitzt, der hat gleich Schnur genommen im Biss, also das hat schon auf den Großen schließen lassen, deswegen ja, hat er uns so ein bisschen da nochmal Trübsalblasen beschert. Nichtsdestotrotz konnte man 9 Fische auf der Habenseite verbuchen bei 15 Aktionen in 6 Angeltagen. Das war soweit okay, und es war auch was Dickes dabei. Aber man hat gemerkt, dass die anderen Teams leider entweder überhaupt keine Bisse bekommen oder hauptsächlich, wenn, dann kleine Fische fangen. So, und wie ist es jetzt? Wir sind immer noch, ja, etwas über normal, ca. 1,20 m, 1,50 m über Normalwasserstand. Und einige Nächte, auch letzte Woche, hatte ich mich da ein bisschen verspekuliert, weil ich dachte, das Wasser geht schneller zurück. Und die sinkenden Perioden waren jetzt in der Vergangenheit die besseren beim Hochwasser. Das hing hauptsächlich damit zusammen, dass Schlechtwetterfronten eingezogen sind. Die Ganze haben Regen gebracht, Sturm und so weiter. Die haben den Fluss schnell ansteigen lassen, haben dabei natürlich die Temperatur runtergekühlt, und dadurch waren die Fische etwas verhalten. Jetzt ist es natürlich genau andersrum. Ihr seht das, es ist wirklich brutal warm. Ich bin auch schon wieder durchgeschwitzt. Und ja, es ist wie Mitte Mai, Ende Mai. Wassertemperatur geht jetzt langsam hoch. Wir sind knapp auf 15 Grad wieder. Und jetzt hat man gemerkt, die letzten Tage, dass es so ein bisschen wieder anfängt zu gehen, in Anführungszeichen. Man hat seine Bisse bekommen und hauptsächlich mittlere Größen dabei. Und es war auffällig, dass die großen Fische an der Oberfläche kamen mit den Topwater-Montagen. Und das will ich heute Nacht auch probieren, aber in einen Steilhang, dort wo die Hauptströmung langläuft, wo es ganz kleine Bereiche nur gibt, wo die Strömung zurückdreht am Ufer. Hier haben wir gleich Wassertiefen von 5 teilweise bis 15 Meter wie eine Hauswand steil bergab. Viel, viel Dreck kommt immer noch dem Fluss hinunter, Holz, Pollen mittlerweile auch viele.
Und ich versuche jetzt über diesen tiefen Wasser Oberflächenmontagen einzusetzen. Werde da drei Ruten fischen, eine nach unten, zwei nach oben. Das bietet sich mittlerweile hier jetzt gut an. Und dann bin ich gespannt, ob das Ganze funktioniert. Sicher bin ich mir dabei nicht. Ich hätte jetzt eher ein besseres Gefühl, an Steinpackungsfußen zu angeln, so 4-5 Meter, wo sich die Strömung ein bisschen beruhigt. Das ist in meinen Augen jetzt wahrscheinlich eher der Punkt, wo man Fisch fangen kann. Aber für einen richtig großen habe ich hier jetzt dieses bisschen Fingerspitzengefühl, wo ich mir was ausrechne, meine Chancen mir ausmale, und deswegen versuche ich das. Im Endeffekt kann ich nichts verlieren. Wenn ich nichts fange, ist es halt so, aber auf der anderen Seite, wenn ich was fange, habe ich gleich wieder einen Aha-Effekt, und morgen, wenn dann die Fisch- und Fangreise losgeht, habe ich natürlich gleich wieder ein bisschen, ja, Wissensvorsprung im Gepäck und kann dadurch natürlich auch versuchen, wieder das ein oder andere Team effektiv an den großen Fisch zu bringen. Schauen wir mal. Okay, die Ausleger, das ging jetzt alles relativ schnell. Ist natürlich kein Hexenwerk, die Bäume stehen einigermaßen gut jetzt. Einfach angebunden, wieder relativ hoch, damit ich die Schnüre dann durchhängen fischen kann. Ich kann nicht alle Schnüre umlenken, dass ich sie irgendwo auflegen kann, um den Druck etwas rauszunehmen. Deswegen habe ich die Ausleger ca. gleich 1,50 Meter, 2 Meter fast über die Wasseroberfläche gebunden, um das dann wieder schön durchhängen fischen zu können. Gut. Jetzt lade ich die Köder ein, das geht jetzt auch noch schnell, und dann starten wir mal in die Nacht. Okay, die drei Montagen habe ich jetzt ausgelegt. Jetzt mache ich gleich die Glocken alles fertig, damit ich das nachher nicht nochmal anfassen muss. Gleich frische Knicklichter alles mit rein. Fahre dann nochmal die Ruten ab, ob die Schnur schön durchgespannt ist, ob die Köder soweit alle passen. Und dann geht es in die Warterunde.
ging schneller wie gedacht. Oh. Glocke habe ich nicht drauf gekriegt. Ganz komisch, weil der Fisch hat sich nur so reinfallen lassen. Deswegen war ich mir erst gar nicht sicher. Aber es ist einer. Bremse gleich ein bisschen weicher machen. Er ist gleich am Boot. Jetzt kommt die Schlagschnur. Ich glaube, ein Meter ist das nicht. Wahnsinn, Jungs! So muss es sein. Guter Fisch. Er ist gut. Ganz, ganz komischer Biss. Ich dachte, es wäre ein Holz oder die Schnur nicht richtig draußen. Deswegen mal kurz Fühlung aufgenommen. Er ist gut. Acht Meter Wassertiefe in so einem Busch. Forelle, nur Topwater. Brutal. Absolut. Der ist gut. Ganz einfaches Topwater-System, habe ich euch alle schon das eine oder andere Mal vorgestellt. Sollte mittlerweile bekannt sein, die Haarmontage auch jetzt wieder, obwohl wir, wie schon angesprochen, gestern den Fisch verloren haben, hat sich eindeutig gezeigt, ich bekomme da mehr Bisse, wie als wenn ich hinten einen Doppel-Ghost-Hook reinhänge. Und deswegen habe ich nach wie vor jetzt die Haarmontage, obwohl wir jetzt halt, wie gesagt, zwei Fische leider verloren haben im Drill. In der vergangenen Woche. Gut, aber jetzt hat alles gepasst. Er hat den voll weggenommen. Wie gesagt, die Fische werden jetzt langsam wahrscheinlich hoffentlich mal wieder anfangen zu fressen. Die letzten Tage waren schon durchwachsen und sehr zäh. Und ja, so kann es sein. Spot, die Rute dahingesetzt. Die Fische sind wahrscheinlich hier in dem Ufer, wie vermutet. Und ja, so kann es natürlich gerne weitergehen. Ein super Fisch. Müssen da mal schauen. Ich schätze mal so 1,80, 1,90 Meter. Sehr bullig, sehr massiv der Fisch. Hat alles super geklappt. Der Biss kurios, wollte gerade die Glocken fertig machen und dann denke ich, was ist da los? Sah erst so ein bisschen aus wie Holz. Ist aber schlecht möglich, weil natürlich ich immer versuche, die Hauptschnur komplett rauszubekommen. Und wo ich dann die Rute rausgenommen habe und habe Fühlung aufgenommen, habe ich gemerkt, da ist was und hat sich richtig gut verkauft. War gut, hat Spaß gemacht. Weiter geht's. Nicht wundern, wenn das Boot jetzt mal gleich woanders hängt. Das muss ich nämlich noch mal umhängen und ich zeige euch gleich, warum.
Weil mir das jetzt erst beim Zurückfahren von den Routen aufgefallen ist, dass ich hier ein bisschen gefährlich stehe. Zeige ich euch gleich, aber jetzt muss ich erstmal das Boot umhängen. Jetzt brauche ich erstmal Zucker. Ist doch wieder einiges an Zeit vergangen und das Boot habe ich jetzt zurückgesetzt, beziehungsweise noch ein kleines Stück hoch, weil mir beim Ruten rausbringen aufgefallen ist, dass hier eine Pappel an der Wasserkante steht, in dem Naturufer, die mir echt Angst macht, wo nicht mehr so viel Vertrauen in die Wurzel da ist. Und jetzt bin ich zwar immer noch relativ nah dran, aber ich denke, dass die Flugschneise, falls sie fallen sollte, vor mir ins Wasser geht und nicht direkt auf mein Boot. Das sind immer so Sachen, was mir teilweise erst später auffällt, aber mittlerweile nehme ich da gewisse Risiken nicht mehr in Kauf. Früher habe ich auch sehr oft in Steilhängen aufgebaut, wo hinter mir das ähnlich aussah. Das mache ich heute nicht, weil ich weiß, wie schnell das nachgeben kann. Gerade jetzt, die Wasserbedingungen ändern sich, das Wasser ist am Fallen. Es fällt zwar langsamer wie gedacht, so 20, 30 cm aktuell noch am Tag, aber das ist mir jetzt eindeutig zu heiß. Die hat schon eine gewisse Größe und die macht mich platt, definitiv. Und so groß kann kein Fisch der Welt sein, dass ich das freiwillig, dieses Risiko in Kauf nehme. Ja Jungs, um dem Fisch das unnötige Prozedere des stundenlanges Anleihen ersparen zu können, bin ich ganz froh, dass mir Bernhard jetzt hilft. Schnell drüber filmen. Fisch hat sich jetzt erholt, der war mal eine halbe Stunde jetzt am Seil. Bernhard hilft mir, ich sitze ja gerade beim Bernhard direkt vor dem Camp, wenn man so will. Und da filmt man jetzt nochmal im letzten Tageslicht. Und dann darf er gleich weiter hier, der Kollege. Wahnsinn, Jungs. Knapp an der 2 Meter vorbei. 1,95. Super Aktion. So kann es doch weitergehen. In Bedingungen wie diesen, die wir jetzt Ende April haben, ist es natürlich eigentlich wie immer extrem wichtig, alle Facetten des modernen Ballerangelns zu beherrschen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, vermehrt auf das aktive Fischen, sprich das Vertikalangeln zu setzen, einen strategisch günstigen Platz mit den Gästen zu wählen und von dort aus dann abwechselnd immer mit ein, zwei Leuten rauszugehen. Und wo ich dann letzte Woche hergefahren bin, war dieser Plan alles andere als hinfällig. Wie gesagt, fast 4 Meter steigendes Wasser, relativ schnell. Aber das Problem, der Fluss ist abgekühlt. Und ja, es war wie immer ein saurer Gorgenkampf, wirklich. Um jeden Biss haben wir kämpfen müssen. Waren dann viele kleinere Fische auch dabei, das gehört dazu. Dennoch haben wir unsere Chancen auch bekommen auf richtig gute. Einer ist Gott sei Dank auch hängen geblieben. Den haben wir dann zusammen einen meisterhaften Drill durch Holz, durch alles Mögliche hindurch dann doch noch bekommen. Eddie seinen Traumfisch. Und jetzt scheint sich das Wasser langsam mal so einzupegeln. Wir sind zwar noch weit, also was heißt weit, ungefähr 1,50 Meter über Normalwasserstand, aber die Wassertemperaturen klettern jetzt deutlich jeden Tag fast einen Grad nach oben. Die Sonne ist wirklich der Wahnsinn. Jetzt geht sie gerade unter. Ja, es ist jetzt einfach toll draußen zu sein. Das entschädigt auch für die vielen kalten Tage. Da muss ich gerade an Anfang März denken. Da war ich hier unweit mit der Gruppe Berger im Schnee versunken. Da haben wir auch kämpfen müssen. Aber da kamen natürlich noch die Umstände dazu, dass wir da Frost hatten, Wassertemperatur um die 3 Grad. Und da war für alle Beteiligten schon beim Start der Tour eigentlich vorherzusehen, was wir da fangen werden. Nichtsdestotrotz haben wir es irgendwie noch hingekriegt. Und das ist halt immer das, was ich versuche in meinem Film mitzugeben. In der Anfang März Tour, was ich gerade gesagt habe, ging das Uferangeln fast gar nicht. Wir haben dann die Fische aktiv gefangen. Uns hat erarbeitet, zwar nicht einfach, aber wir haben am Tag unsere Chance bekommen. Haben sie glücklicherweise auch nutzen können. Und jetzt war es wieder genau andersrum. Jetzt wollte ich aktiv fischen gehen. Und das Wasser passt aber dazu nicht. Das Spinnenfischen funktioniert jetzt auch nicht, weil die Fische in Schulen nicht unterwegs sind. Und es ist dieses ganz versteckte Angeln.
Und ich weiß es aus der Vergangenheit heraus, dass das immer eine gute Phase war, über tiefem Wasser flach zu angeln. Das war schon seit vielen, vielen Jahren auffällig, dass es vielleicht nicht die erste Option ist, um einen Fisch zu fangen, aber in meinen Augen zurzeit die beste Option, um einen großen Fisch zu fangen. Und deswegen habe ich das jetzt einfach ausprobiert, hatte da gestern Abend auch schon ein gutes Vertrauen. Und ja, der Fisch hat das jetzt nochmal bestätigt. Da weiß ich natürlich gleich, wie wir Anfang nächster Woche dann agieren werden. Und werde natürlich versuchen, dann ähnliche Plätze von der Struktur her rauszusuchen, rauszufiltern. Und mein Hintergedanke dabei ist eigentlich, um das noch zu Ende zu denken, dass die Fische jetzt aktuell in diesen Naturufern anzufinden sind, beziehungsweise direkt in Steinpackungen drinne, dort wo die Strömung gebrochen wird. Und dort haben wir das Hauptproblem, extrem viele Hänger und wir können auch relativ schlecht die Fische dort lokalisieren mit dem Echolot. Deswegen ist das Vertikalangeln ja jetzt hinfällig. Dann kommt noch die Gewässertrübung dazu. Er hat immer noch diesen braunen Stich. Das wird sich jetzt aber wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann ändern. Und dann wird man wieder sehen, wohin die Reise geht. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, ob da noch was nachkommt. Der Anfang war grandios. Und jetzt habe ich wirklich noch ein gutes Gefühl, da noch was nachlegen zu können. Aber ich bin so oder so super happy. Damit guten Morgen. Die Nacht war relativ ruhig. Heute in den Morgenstunden hatte ich da noch einen Biss auf der unteren Rute. Der Fisch hing aber nicht. Und ansonsten war es relativ ruhig. Nichtsdestotrotz zwei Aktionen in einer relativ kurzen Zeit. Ich bin ja erst 19 Uhr sowas gestern Abend rausgekommen, drei Ruten gefischt. Zwei Aktionen, ein sehr guter Fisch dabei. Das stimmt mich zufrieden. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp war für euch dabei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer Benjamin Gründer.